haben in Wiesbaden die Polkörperdiagnostik weiterentwickelt. Das ist ein Zusatzverfahren, das die genetische Qualität der Eizellen untersucht. Das heißt, das wird im Rahmen einer konventionellen In-vitro-Fertilisation zusätzlich benutzt, um die genetische Qualität etwas genauer zu beschreiben. Die Polkörperdiagnostik ist kein ganz neues Verfahren. Das Neue hier in Wiesbaden ist, dass wir in 7-jähriger Forschungsarbeit eine Methode entwickelt haben, die das Untersuchen der Eizelle auf solidere Beine gestellt hat. Das heißt, wir haben eine Methode, mit der wir inzwischen sämtliche Chromosomen, also alle Erbanlagen der Eizelle hinterfragen können, und wir schicken dann nur die Eizellen ins Rennen, von denen wir wissen, sie sind genetisch intakt, das heißt euploid, das wäre der Fachausdruck dafür. Dieses neue Verfahren ermöglicht uns letztendlich, Erbinformationen über die Eizelle zu bekommen. Dazu muss man wissen, so eine Eizelle entwickelt sich und in einer ganz frühen Phase hat diese Eizelle 92 Erbanlagen. Benötigt werden aber nur 23, weil 23 ja vom Mann dazukommen. Das heißt, diese Eizelle muss sich teilen, eine sogenannte Reduktionsteilung, also eine Verringerung ihrer Erbanlagen. Und bei der ersten Teilung sollten 46 Erbanlagen ausgeschleust werden. Das ist das, was wir dann als den ersten Polkörper bezeichnen. Und bei der zweiten Teilung sollten noch einmal 23 Erbanlagen ausgeschleust werden, der sogenannte zweite Polkörper. Das ist die Theorie. In der Praxis ist es aber so, dass bei uns Menschen viele, viele, viele Eizellen ein zu viel oder zu wenig an Erbanlagen haben. Das heißt, es werden entweder zu viel oder zu wenig ausgeschleust. Und diese Polkörper, die wir dann entnehmen können und untersuchen können, sind quasi ein Spiegelbild der Eizelle. Das heißt, jedes zu viel oder zu wenig im Polkörper ist ein zu viel oder zu wenig in der Eizelle. Und diese Eizellen führen entweder nicht zu einer Schwangerschaft oder aber es kommt zur Einnistung mit einer Fehlgeburt oder möglicherweise zur Geburt eines schwerbehinderten Kindes. Die Polkörperentnahme schädigt die Eizelle nicht. Das heißt, wir können mit der Untersuchung des Polkörpers, ohne die Eizelle zu schädigen, sehr genau über die Qualität des genetischen Codes im Zellkern der Eizelle Informationen schaffen. MCC, Molecular Copy Number Counting. Wir führen Kopienzählen durch auf molekularer Ebene. Wir zählen nämlich die Chromosomen, die von der Eizelle im Rahmen der Befruchtung ausgeschleust werden. Hier dieses große ist die Eizelle mit zwei Polkörperchen. Die Eizelle hat im Reifungsprozess vier Kopien eines jeden Chromosoms. Wenn sie befruchtet ist, darf sie nur noch eines haben. Deshalb muss sie drei loswerden. Und das macht sie, indem sie zwei in den ersten Polkörper ausschleust und eins in den zweiten Polkörper. Dann hat sie selbst nur noch eins, dann kommt das Väterliche dazu, dann ist der Chromosomensatz korrekt und es kann ein gesunder Embryo entstehen. Wir können jetzt den Vorgang, ob er korrekt oder inkorrekt verläuft, in der Eizelle überprüfen, indem wir einfach in die Polkörper schauen. Alles, was nicht in den Polkörpern angekommen ist, ist in der Eizelle verblieben und darüber lässt sich die genomische Qualität der Eizelle beurteilen. Die Polkörper sind bestens geeignet dafür, die Qualität der Eizelle zu beurteilen, weil sie eben das widerspiegeln, was in der Eizelle nach den beiden Teilungsprozessen übrig geblieben ist. Das Wunderbare ist, dass man die Eizelle eben überhaupt gar nicht berühren muss, sondern lediglich ihre beiden kleinen Beiprodukte abpicken kann und dann analysieren kann. Und dann kann man beurteilen, ob in der Eizelle nur eine Kopie des gesamten Chromosomensatzes vorhanden ist, plus eine Kopie des väterlichen Erbgutes führt zu einem sehr schönen, gesunden Embryo. Man hat für jedes Chromosom im ersten Polkörper zwei Kopien. Diese zwei Kopien werden über 8 Reaktionsansätze verteilt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass man zwei Reaktionsgefäße hat, in dem eine Kopie drin ist und 6, die leer sind. Also zum Beispiel hier, wenn ich frage, wie viele rote habe ich eigentlich, dann kann ich sagen,
Hier habe ich kein rotes, hier ist ein rotes, nichts, 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 auch nicht. Aber hier ist nochmal ein rotes, da ist nichts. Zweimal rot, zwei Kopien. Das rote Chromosom ist zweimal repräsentiert, der erste Polkörper hat zwei Kopien. Deswegen ist dieses Verfahren eben so wertvoll, weil ein korrekter Chromosomensatz notwendige Bedingung ist, dass das ein guter Embryo wird. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wenn das Ziel eine ausgetragene Schwangerschaft eines möglichst gesunden Kindes sein soll, dann ist die Grundvoraussetzung erst einmal eine intakte, gesunde Eizelle. Und mit dieser Technik, die wir jetzt zur Verfügung haben, können wir diese Eizelle eben definieren. Das Interessante ist, eine ältere Patientin hat mit einer euploiden Eizelle die gleiche Schwangerschaftsrate, die eine junge Patientin mit einer euploiden Eizelle hat. Mit einer guten Eizelle wird die Patientin unabhängig von ihrem Alter schwanger. Wenn ich eine Klientel jenseits der 40 habe, könnte ich die Schwangerschaftsraten beim Transfer verdoppeln. Wir erwarten aber auch, dass wir eben die Abortrate deutlich reduzieren können. Bei der jüngeren Frau werde ich die Schwangerschaftsraten nicht deutlich erhöhen, sondern ich werde letztendlich nur die Anzahl der Zyklen reduzieren, die sie benötigt für den Eintritt einer Schwangerschaft. Der Aufwand bedeutet mehr Aufwand im Labor. Der Prozess ist für die Patientin der gleiche. Wir liegen momentan bei einem Preis von 2.300 Euro on top. Das ist nicht wenig Geld, aber das ist dem immensen technischen Aufwand dieser molekulargenetischen Untersuchung im Labor geschuldet. Solche Untersuchungen sind teuer und wir erwarten, dass in Zukunft, wenn die Frequenz zunimmt, dass dann auch die Kalkulation nochmal überdacht werden kann. Wenn wir dieses Verfahren den Paaren vorstellen und anbieten, sind viele Paare überrascht, dass wir die einzigen sind, die dieses Verfahren hier in der klinischen Routine haben. Nun, das hängt damit zusammen, dass wir gemeinsam mit der Universität in Cambridge und VivaNeo dieses Verfahren über viele Jahre entwickelt haben und es jetzt in der klinischen Routine haben und es erst einmal unseren Patienten anbieten können. Und unser Problem wird wohl künftig darin bestehen, dass wenn das Verfahren publik wird, wir wahrscheinlich primär den Bedarf nur über eine längere Wartezeit werden decken können.